Ja, genau. Hallo meine lieben Feinde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch meine 5 besten Eigenkreationen vor. Ja, genau. Viel Spaß. Es ist ein sonniger Tag. Die Sonne strahlt, die Menschen strahlen. Und die Tiere rund um Fukushima und Tschernobyl strahlen auch. Und was macht Scooney an so einem schönen Tag? Genau. Er nimmt sich sein Handy und filmt die 5 größten Misshandlungen in der Lego-Geschichte. Deswegen würde ich vorschlagen, wir beginnen mit der Nummer 1. Der hier. Also, ich habe vor einer Weile, vor 3 Jahren, glaube ich, denke ich, so ein Lego-Set gekauft, in dem so ein Raubüberfall nachgeahmt wurde. Also da waren 2 Räuber, eine Räuberin, ein Räuber und noch so ein Polizist, den ich übrigens auch gleich zeigen werde. Leider nur, wie erwartet, in stark veränderter Form. Ja. Also und dann hat der Typ hier, natürlich erstmal ein schönes Makeover bekommen. Und ich habe ihm die Mütze abgenommen. Durch einen flachen Hut ersetzt. Übrigens, den Hut habe ich aus einem Lego Ninjago Set. Dann habe ich ihm noch eine Art Armbrust gegeben, aus irgendeinem Set, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Den Sack da hinten hat er behalten. Obwohl ich eigentlich daran denke, ihn irgendwie abzunehmen, weil der halt ihm nichts bringt. Und früher waren in dem Sack noch Geldscheine drin, die ich aber daraus genommen habe, weil die einfach nur stören. So, das war Misshandlung Nummer 1. Die ist aber noch nicht so schlimm. Jetzt kommt Misshandlung Nummer 2. Ja, genau. Wie ihr hoffentlich schon erraten könnt, ist das der Polizist, von dem ich geredet habe. Ja, der hat natürlich nach dem Kauf hat auch ein schönes Makeover bekommen. Und zwar war ich ja vor ein paar Jahren in so einer Jedi-Sucht und hab einfach jede Lego-Figur, die mir über den Weg gelaufen ist, also keine, die können nicht laufen, in einen Jedi verwandelt. Leider ging das oft schief, wie man hier sieht. Das sieht nicht mal wie ein Lichtschwert aus. Aber das vor 2 Jahren, ich fand das sehr krass, hast du einfach mal nur behalten. So viel dazu. So, jetzt kommt der Helm hier. Der Helm kommt nämlich von der nächsten Misshandlung, und zwar nämlich von der hier. Ja. Oh, Moment. Moment. Junge! Ja, ich glaube, ich sollte mal einen Cut machen, aber ich glaube, nee, ich bin zu faul dafür. Moment. Ja, so. Stehst du es gefälligst, genau. So, der andere ist schon gestorben, nicht schlimm. Der hier hat seinen Hut bekommen. Ja, ich könnte sagen, sieht dämlich aus. Ist es auch. Aber ich bin halt zu faul, den Hut ihm zurückzugeben, daher bleibt er erstmal drauf. Zweitens spiele ich das auch noch selten Lego. Daher juckt es mich eigentlich gar nicht. So. Könnt ihr erraten, aus welchem Set der Typ hier kommt? Wenn ihr es erraten habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Obwohl, ich werde lieber solche Versprecher nicht mehr machen, weil ich glaube, Kommentare mag YouTube bei mir nicht so sehr. Daher lasse ich es mal. Übrigens, ich habe erzählt, gerade eigentlich eben, was machst du das? Also, und ich habe erzählt, dass ich in so einem Jedi-Wahn war, genau. Und da, ich brauchte halt jemanden, ich brauchte halt Leute, die Jedis kalt machen. Sagen wir es mal so. Und wer macht Jedis kalt? Und wer macht Jedi kalt? Jedi oder Jedis? Jedis, egal. Wer macht Jedi kalt? Genau, Sith. Deswegen habe ich mir ein paar selbst gebastelt und ein paar gekauft. Und der hier ist selbst gebastelt. Merkt man ja auch irgendwie, ne? Gut. Zu viel gelabert. Eigentlich nicht nächstes Thema, sondern nächste Figur. Oder besser gesagt, nächste Misshandlung. Denn, ja, gut.
Könnt ihr erraten, was das für eine Figur ist? Ja, gut. Ich nehme mich auch. Ist es nicht so extrem? Das Einzige, was ihn eigentlich irgendwie verändert, ist der Helm. Weil, naja, das war so ein deutscher Fußballspieler. Ich habe den Namen vergessen. Moment, da steht auch irgendwie. Doch! Da ist ein Name. Mustafi, okay? Ich kenne den persönlich nicht, aber ich bin auch ehrlich gesagt kein großer Fan von Fußball. Also vom Fußball gucken. Fußball spielen, ja, das ist, ja. Aber Fußball gucken? Nee. Also nur EM und WM. Aber das ist jetzt eher Nebensache. Also, der Typ hat hier von mir auch ein anständiges Makeover bekommen. Und zwar hat er seine Haare verloren, was ja so oder so passiert wäre. Und ich habe seine Haare durch einen Nashornhelm ersetzt, der auch aus einem sehr alten Lego-Shima-Set kommt. Und ja, und dann habe ich hier noch so ein Piratenschwert gegeben. Gut, da ist eigentlich nichts so richtig Dramatisches dran, aber egal. Ich habe ihn einfach trotzdem in meine Liste gepackt, weil ich zu faul war, irgendwie noch intensiv nach anständigen Misshandlungen zu suchen. Deswegen, entschuldigt mich. Kommen wir zur letzten Misshandlung für heute. Und zwar, das ist wirklich das Schlimmste, was man einer Lego-Figur antun kann. Denn früher war diese Figur. Könnt ihr mal erraten, was das früher für eine Figur war? Schreibt das mal in die Kommentare jetzt, weil ich löse sie ja später auf. Außer die sind deaktiviert, dann mag mich YouTube wohl wieder nicht und ja, dann ja, egal. Gut, also diese Figur war früher. Oh mein Gott, ich hab den Namen vergessen. Moment, nee, das war Jay. Nee, wie ist er nochmal? Wie ist nochmal der Blaue von Lego Ninjago? Ich hab's vergessen. Also das war irgendwas mit Jay. Ja, das war früher, also Jay. Und von dem ist nur der Kopf erhalten. Und bei manchen Teilen von seinem Körper weiß sogar ich nicht, woher sie herkommen. Zum Beispiel, wo sie herkommen, zum Beispiel seine Füße, Beine. Das ist mir immer noch ein Rätsel, naja. Na gut. So. Ich würde sagen, an dieser Stelle pausiere ich mal das Video und sage mal Tschüss und bis zum ungewissen nächsten Mal.